Streitigkeiten haben einen ganz einfachen Grund. Jeder sieht die Welt aus seinen Augen. Jeder hat einen anderen Blick auf die Dinge. Das ist egal, ob du älter, ob du jünger bist, du kommst aus einer anderen Stadt, du kommst aus einem anderen Land, du kommst aus einem anderen Elternhaus und schon hast du andere Vorerfahrungen. Schon wirst du Dinge anders sehen als dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin. Und diese Sicht ist so wichtig. Es ist so wichtig zu wissen, dass bei dem anderen, bei der anderen einfach andere Gedanken sind. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, wirst du merken, du musst nicht mehr streiten. Nicht mehr? Mach mal anders. Du wirst wenig streiten. Mach mal wenig streiten, ja? Weil einfach eins ist, sagen, hey, ja, das ist okay, dass du diese Meinung hast. Ja, das ist okay, dass du diese Sichtweise hast. Und die kann mal völlig konträr zu dem sein, was du hast. Das kann mal komplett eine andere Seite sein, die du so noch nie kennengelernt hast. Weil diese Person einfach eine andere Sicht hat. Mach mal ein Beispiel. Pass auf. Du wohnst hier im wunderbaren Deutschland in einer mittelgroßen Stadt. Und du sagst, ja, ich muss ein bisschen länger fahren, um zum Supermarkt zu kommen. Okay, was heißt denn für dich etwas länger? Naja, ich muss hier so eine Umgehung und so weiter, das sind so ungefähr 5 Minuten. Ah ja, alles klar. Wie ist bei dir? Du, ich komme aus Kanada, zum Supermarkt brauche ich 1 Stunde. Aha, etwas länger fahren, 5 Minuten, etwas länger fahren, 1 Stunde. Oder ich nehme dich gerne mal mit nach Berlin. So ein typischer Berliner, wir sind da im Urlaub und in Mitte, musst du dir vorstellen, ich sage, du sag mal, wir wollen da und dahin, wo ist denn das? Ach, du, das ist hier gleich um die Ecke, du gehst hier vor nach rechts und dann bist du gleich da. Okay, Achtung, 1/2 Stunde gegangen. Gut, nächsten Tag sagen wir, du, wir wollen mal raus nach Köpenick. Ey, das ist doch am Arsch der Welt. Übrigens, da fährst du mit der S-Bahn 1/2 Stunde hin. Also 1/2 Stunde gehen in Mitte ist mal eben gleich um die Ecke. 1/2 Stunde mit der S-Bahn rausfahren nach Köpenick ist am Arsch der Welt. Ist das, verstehst du, was ich meine? Die Welt, ja, ist immer die des anderen. Und wenn mal jemand sagen sollte, du bist doch falsch, du siehst das falsch, du hast doch, dann sagt das immer mehr über die Person, die die Aussage trifft, als über dich. Da gibt es diesen wunderschönen Satz, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und deswegen wichtig, diesen Gedanken mitzuhaben. Wenn jemand sagt, du bist zu laut, du bist zu leise, du redest mir zu aggressiv, du bist, ja, in dem Moment, wo ich sage, du bist, bewerte ich dich mit meiner Sicht auf die Dinge. Und deswegen meine Bitte an dich ist, wenn du sowas hörst, dann nicht irgendwie, ja, das ist doch falsch und du siehst das falsch. Nein, du sagst, das ist sehr interessant. Wie kommst du darauf? Okay, das ist interessant, dass du das sagst und ich danke dir für die Offenheit. Woran machst du das fest? Und dann bekommst du erstmal die Sichtweise. Dann heißt es, ja, weißt du was, so wie du redest, das hat damals auch mein Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Du, wie du dich verhältst, so hat sich auch Punkt, Punkt, Punkt verhalten und das hat mich genervt. Aha, es wird was auf dich drauf oder in dich rein projiziert. Und ist das spannend? Wenn du das weißt, weißt du schon mal, kein Problem. Ich bin völlig in Ordnung, wie ich bin, nur die andere Person sieht etwas in dir, die andere Person sieht etwas in dir, was einfach anders ist, was sie stört. Aber du bist trotzdem gut, wie du bist. Jeder und jede sieht die Welt aus ihren Augen. Und wenn du das einmal verstanden hast, werden Streits weniger werden. Wenn du jetzt sagst, ja, aber wie spreche ich das am besten an? Ganz einfach. Unten drunter ist ein Online-Kurs für dich, sicher und souverän in Gesprächen. Ich kann dir das wärmstens ans Herz legen, damit du einfach noch mehr in Gesprächen liefern kannst, dass du noch leichter in Gesprächen vorwärts kommst und möglicherweise einfach noch ein viel schöneres Leben hast. Also, ich weiß nicht, wie deine Sicht auf die Welt ist, aber so ein Online-Kurs ist ein guter Einstieg. Gerne abonnieren den Kanal, bist immer aktuell und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Bis dann.